Ein freundliches guten Tag und hallo. Ich grüße euch alle herzlich zu einer Stronghold-Runde HD. Ich habe das auf meinem Steam-Account. Und ich habe halt Stronghold 3, aber das war damals nicht wieder Burner. Und ich habe das hier irgendwann beibekommen und da habe ich mir gedacht, aber das ist ein bisschen laut. Ich habe das eben schon ein bisschen leiser gestellt. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, warum spielen wir das jetzt mal nicht mal hier Stronghold? Vielleicht finden wir ja die nächste Stronghold für diese erste Version noch ein paar Spieler. Und dann können wir ein bisschen gegeneinander zocken, eventuell. Das HD. Ihr seht ja natürlich diese tolle Grafik von damals. Das Spiel ist ja von 2001. Gut, dass er überarbeitet, aber super toll. Oh, Blut. Oh mein Gott. Militärkampagne. Belagerung. Eine Lagerung muss jetzt nicht sein. Invasion. Oink, oink. Hi, oink, oink. Würde ich mal vorschlagen, wir machen die Kampagne. Mal gucken, wie weit wir uns da durchschlagen können. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Ja, wir gehen den Tod unseres Vaters rächen. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Wir haben das erste Kommando. Neutrales Land. Das gehört der Ratte, das dem Schwein, der Schlange und dem Wolf. Der Norden gehört dem Wolf. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Einen Bergfried? Ja. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Machen wir hier. Warum bauen wir jetzt mal direkt ein paar Jägerstände? Die tun wir hier unten hin. Da unten sind ja die. Unser Beutegut. So, aber jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Was ich früher auch schon immer vergessen habe, das Holz. Gut. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Das war nochmal die Mission, die wir machen mussten. Moment. Aufgabe. Holz und Fleisch. Okay. Fleisch sollten sie ja jetzt schnell genug bekommen, aber Holz ist jetzt gerade leider was problematisch. Wir machen mal was schneller. Weil das Holz braucht ja was. Und die Jäger können ja erstmal hier die Tiere auseinandernehmen und lecker Fleisch produzieren. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Zack, 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 zack. Ganz viele kleine Babyrehe. Nein, er hat das Babyrehe umgebracht.
Bambi ist tot. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Ja, hier unten. Bauen wir davon noch ein und noch ein. Dann könnten wir wieder mal nach einer Hütte denken, obwohl ich glaube, vier von jedem. Damit sollten wir unser Lager erstmal aufbauen können. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Weil wir haben ja nur die Aufgabe, ein bisschen Fleisch, ja Holz. Da müssen wir auf Holz warten. Die vier Jungs kriegen das auf jeden Fall hin. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sie wachsen. Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Komm schon. Du meinst mich doch zu verarschen, oder? Keine Veränderung in der Schatzkammer. Das Volk liebt. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Nur die Vorräte sind doch eingelagert. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sieg! Okay. Sieg! Oh mein Gott, war die Mission schwer. Gut, Leute. Ich wollte eigentlich noch mehr erzählen, aber ich mache halt pro Mission eine Folge. Also, ihr könnt direkt auf die nächste Folge springen. Ich spiele jetzt auch ein bisschen weiter. Ja. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich werde dann halt weiter ein bisschen was zum Stronghold erzählen und wie auch immer, oder ich weiß noch nicht, was ich mache. Bis dann.